Luke, danke für den Bit. Du hast doch da genug Opfer. Luke, danke für den erneuten Bit. Wieso habe ich den Alert repariert? Du hast doch da genug Opfer. Da toll, den habe ich jetzt nicht gehört. Danke für 50 Bits, Mr. T. Den habe ich jetzt deswegen nicht gehört. Der Alert ist verdammt laut. Alter. Was ein Penner. Dann drehen doch runter. Nee, dann überhöre ich's. Einen guten, aber leider schon tot. Ja. Ein bisschen anknabbern. Guten Tag. Luke, danke für den Bit. Macht euch das Spaß? Du Ratte! This is despicable. Ja, warum machst du es dann? Die Tür ist zu. Das finde ich nicht gut. Ich werde wieder angeschrien. Ich habe mich verlaufen. Huch. Scheiß Kamerasteuerung. Was hat was von Sherlock Holmes? Nur anders. Ja, man ist ja irgendwie ein Arzt oder sowas. War ich auch noch nie ganz gecheckt. Ein Arzt, ein vampirischer Arzt aus dem 18. Jahrhundert. Und diese komische Wegweiser ist auch ein bisschen... Nee. Nach Witch Cable, was? Zum Ach, wait. Kann doch nicht lesen. Ah ja, okay. Ich werde angebrüllt. Au, die sind ja mega gefährlich. Ja, viel stärker als ich.
Alexa, erzähl einen Witz. Fragt der Lehrer, wenn ich 4 Eier auf den Tisch lege und du 4 Eier dazu legst, sind das wie viele Eier? Antwortet Fritzchen, immer noch 4. Ich kann doch gar keine Eier essen. Moin, Crimson. Oh mein Gott! Liara, danke für den Host. Er spielt das... Wer saugt in der Blut durch Nacht und Wind? Es ist der Arlo und er spielt das blind. Ja, das ist allerdings richtig. Ich habe keine Mumpeln mehr. Das finde ich nicht so geil. Naja. Muss so gehen. Ich habe immer noch meine Macht. Noch mal Munition zurück, ihr Pfeifen. Ich finde das nicht so gut. Das klassische Müllton durchsuchen. Gewalt gegen Fässer. Kleingeld. Was will ich denn damit? Ich will Munition, Mann. Ach, die ganz besonderen Fässer, die man nicht kaputt machen kann. Die feinen Herrschaften. Mm. Mann, ey. Eine Münze. Wie spendabel. Das sind die unfassbaren... Oh. Irgendwo muss ja der gute Stoff gelagert werden. Kruppstahlkisten, Fässer, ja. Ich vermute auch. Boah. Das hat sich bei dir auch nicht geändert, oder Crimson? Na endlich mal mumpeln hier. Kann doch nicht sein. Dein Dolch ist einfach nur stumpf. Hm, was? Ja, deine fassungslosen Witzen. Ne? Unfassbar. Boah. Da muss ich gleich mal ein Fass kaputt machen. Guten Abend, jemand zu Hause? Ja, da. Du hast aber eine Spitzündung, Jung. Meine. Dafür sind meine Witze fast schon gut. Oh. Das ist ja schon fast verfassungswidrig. Wir machen Konkurrenz, ja. Du weißt genau, was die Tat. Was? Alexa, erzähl einen Witz. Alexa! Erzähl einen Witz. Warum sollte man nach 22 Uhr nicht in den Urwald gehen? Weil dann die Elefanten Fallschirmspringen üben. Und warum haben Krokodile so flache Mäuler? Weil sie nach 22 Uhr im Urwald waren.
Kein Kommentar. Ich will mich jetzt hier einfach nur in den Schaukelstuhl setzen und Arschl. Ja, ihr wisst schon. Das tut ja schon weh. Also Konkurrenz ist was anderes, Liberty. Ja. Also das toppt keiner, nicht einmal der Crimson, der kann das auch nicht toppen. Diese durchaus guten Witze. Dieses Navi so zum Kotzen. Das führt in die falsche Richtung. Wupp. Wupp, wupp. Mach hier einen Unterschlumpf. Kann ich mal kurz skillen? Oder hier vielleicht was basteln? Kann ich meine Knarre mal verbessern? Nee, kann ich nicht. Kann ich den Drachenflug verbessern? Auch nicht. Was ist das? Gewöhnliche Stachelkeule? Kann ich auch nicht. Kann ich überhaupt was? Ist das durchschnittlicher Verkaufswert? Boah, geil, eine Sense. Ja. Weil die taugt nur nicht ganz so viel. Gucken, ob ich die verbessern kann, vielleicht. Abgenutzte Sense. Gewöhnliche Sense auf Stufe. Geht auch nicht. Geht alles nicht. Wo ist hier das Bett? Da. Oh je. Was nehmen wir denn jetzt? Dir fehlen Griffe. Ja. Hab bis jetzt keine gefunden. Reicht ja immer noch nicht. Gut, spare ich halt weiter. Spare ich halt noch ein bisschen. Moin! Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Hoffe ich. Loot! Ja. Fässer! Stahlfässer! Huch! Ja, Entschuldigung, du standest im Weg. Rohes Rattenfleisch. Komm her, du Ratte.
Keep out. Nee. Da liegt Geld. Gib mir das. 5 Schildlinge, Schillinge. Die Tür ist zu. Lässt sich von der anderen Seite. It's locked, all right. Das ist ja jetzt wohl ein Hohn. Ah, die ist offen. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. So kann man auch einen Streit lösen, ne? When science fails you, this elixir will give you faith again. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh. Really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say... Camellia, the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Was, medizinische Untersuchung? Naja. Lohnt nicht. Diesmal halb gesund. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Mhm. Die feine Dame. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Naja. Ich esse dich gleich. Geht gleich los. Ach, kann ich nicht. Meine Macht ist nicht stark genug für die Alte. I'd like to see what... Traurig. Ich will nichts kaufen, ich spare auf einer Shotgun. Dann gucken wir doch mal. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to.
I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. The strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just the friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Rumspionieren. Jetzt geht's ja los. Was? So wie Max wir? Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Oh, God. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know, blinded by science as I am? But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Sehe ich auch so. What do you mean? All's quite a... Are you... Well, what do you mean? I have heard... Mal auf. Soon the time will come when you will all... Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me, since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever.
Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. I don't know. He has no. No. Where can I? He spends. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Sag mal, kann ich jetzt einfach so hier speichern oder so? Nee. Wie speichert man hier? Speichert man hier? Wozu kann ich hier hoch? Hier ist nichts. Good evening, Miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall... It reeks of the Penny Dreadfuls. Danke für den Bit. I mean you no harm, truly. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Hab ich doch. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Wenn die stumm ist, kann die nicht reden. Goodbye then. Ach, ein Unterschlupf im Battle. Hello again. Tolan, danke für den Host. Very well. Goodbye then. Ich wollte die Pflanze angrabbeln, nicht die alte. Oh, dass man hier so punktgenau treffen muss. The wonder of the world is gone, and know for sure all the wonder that I want.
Roland, danke für den Raid. Und Hallöchen an alle, die mitgekommen sind. Guten Tag, guten Abend. Ich suche hier einen Briefkasten und krieg's nicht geschissen. Wie lange hab ich den Raid Alert schon nicht mehr gehört, ey? Ich muss hier mal ein bisschen leiser drehen. It's locked. It's locked. Sag ich doch. Fällt in den Briefkasten. Hä? Heute nur Internetprobleme. Ist Stream kaum möglich zum Kotzen. Ja, das kenne ich. Bei mir ruckelt es ja auch komischerweise. Ist aber bestimmt meine doofe Grafikkarte. I cannot enter. I cannot enter. Was für ein Briefkasten? Das sind nur diese zwei Blumentöpfe, die ich angrapschen kann und dann war's. Ah, eine Mülltonne. Ich hätte es mir denken können. Alle hocken vor dem PC. Homeoffice. Ah. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Trotzdem ist ja alles locked. Guten Tag. Grüße, mein Hand. Komm mal her, lass dich essen. Ah! Geh weg damit. Aua! Au! Arschloch.